Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute eine Karte. Entschuldigung. Streng genommen sogar zwei. Ich zeige euch aber nur bei einer, wie es funktioniert. Die zweite, das ist im Entstehungsprozess entstanden, dass es jetzt zwei geworden sind. War nicht beabsichtigt, aber ja, ich hatte irgendwie so eine Silber-Türkis-Vorstellung. Die habe ich auch gemacht. Und während ich die gemacht habe, habe ich mir überlegt, okay, das Silber kommt gar nicht so richtig auf dem türkisen Hintergrund zur Geltung. Vielleicht sollte ich das gleiche nochmal mit weißem Embossing versuchen. Also wir embossen heute relativ viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich koloriere heute auch nichts. Denn ich brauche noch Weihnachtskarten für meine Familie. Und ja, die mache ich jetzt quasi. Es ist natürlich ein bisschen früh, aber ja, lieber haben wie hätten, ne? Und ja, ich benutze den langen Flugzeug aus dem letzten Release im August. Ja, die gefällt mir sehr gut. Ich mag sie sehr und die finde ich jetzt sehr passend dafür, weil die halt auch, da kann ich halt immer Papier hinterlegen, auch passendes. Und da mir jetzt in Silber-Türkis und in Weiß-Türkis gehen, ja, hinterlege ich das dann passend mit dem Cardstock noch. Dann nutze ich ganz dezent den Schneefall-Stencil. Man könnte natürlich auch den Eiskristall- oder Schneeflocken-Stencil haben wir noch benutzen. Das geht auch, natürlich. Ja, ich nutze jetzt den. Ich tue aber auch Sprenkel machen so mit Pinsel. Also normalerweise, das ist eher optional. Genau wie das. Wir haben ja sehr, sehr viele die Langstanzen. Das ist, ja, da könnt ihr eine nehmen. Ne? Da kann man eigentlich alle nehmen, wenn man sich so überlegt. Dann nehme ich an Stanze noch die, das ist die Christbaumkugeln in groß, und zwar nehme ich aber hier nur die zwei Aufhängungen tatsächlich, also die benutze ich. Die anderen hier kommen noch nicht zum Einsatz. Was ich gesehen habe ist, weil ich nutze ja auch den Stempel Christbaumkugeln, da nutze ich die zwei großen und den hier. Was ich gesehen habe ist einfach, dass der, also wenn man das kolorieren will oder so, kann der den ausstanzen. Also das funktioniert ganz fantastisch. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber dadurch, dass die Stanze so groß ist wie das Ding, nehme ich mal an, dass das funktioniert. Allerdings ist es ja eher dazu gedacht, dass es dahinter, ne, das ist ja eigentlich der Hintergrund dafür. So, ne, man kann jetzt sich das ja dann so rausstanzen und dann hinterlegen mit Farbe oder so. Also, ne, das machen wir wahrscheinlich vielleicht auch noch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal das und das. Und dann nehmen wir noch den Tannenbaum und die Schneeflocken. Also ich nehme jetzt hier ja nur die Schneeflocken. Ne? Ich nehme auch nicht alle. Ich nehme, ich glaube, das. Ja, werdet sehen. Werdet sehen. Ach ne, ich habe sie hier noch liegen. Guckt mal. Ich nehme auf jeden Fall die, die, die und die. Also vier verschiedene. Beziehungsweise das ist die kleine von der und das ist die kleine von der. Das habe ich aber eher, das war eher unbewusst, dass ich das so ausgesucht habe. Ich habe eher eine ganz kleine, kleine gesucht und eine mittelgroße und naja, egal. So. Und dann nehme ich hier noch Frohes Fest. Ich nehme auch das Frohes als Vollfläche. Also ich nehme das Vollflächen, Frohes und das Fest nehme ich halt. Wie gesagt, wir embossen heute relativ viel. Farbkombination kann ich euch noch zeigen. Und zwar, ich habe ja jetzt schon erzählt, dass ich zwei Karten mache. Bei der mit weißem Embossing nehme ich euch mit. Die Silber-Embossing, das war quasi meine Probe. Die möchte ich aber nicht wegschmeißen, auch wenn man das Silber nicht so gut erkennt auf dem Türkis. Aber ich finde die schön und ich denke, die, ja, die macht halt auch was her. Und wie gesagt, ich hatte mir dann halt hinterher überlegt, dass man Weiß und Glitzer und so sieht man vielleicht auch ein bisschen besser auf Türkis. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Farbkombination. Und zwar fange ich an, wir machen ja die Weiße zusammen. Dann nehme ich diese hier. Und ein bisschen Schwarz. Ist für mich auch, ist für mich selber auch ein bisschen komisch, aber das Ergebnis ist cool. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt die bei Weiß auch benutze. Aber auf jeden Fall benutze ich das bei Silber nicht. Aber die anderen benutze ich bei Silber auch. So. Also ich hatte dann einfach versucht, ein bisschen mehr Effekt zwischen Dunkel und Hell zu erzielen zu wollen. Und deswegen habe ich dann nochmal das Blau, noch ein dunkleres Blau reingebracht. Deswegen, ja. Okay, also ihr Lieben, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und ich hoffe, euch gefallen die Ideen. Und ja, bis gleich, wenn es losgeht. Ja, dann geht's auch gleich los.
Ja, wir haben ja auch schon mal eine Runde ausgestanzt schon. Und den Aufleger habe ich auf jeden Fall aus Aquarellpapier ausgestanzt. Den langen Flugzeugaufleger. Wir starten auf jeden Fall an dem Rand oder an den Rändern, besser gesagt, mit Uncharted Marina. Und inken das richtig schön ein. Und ja, ich glaube jetzt einfach zum Einigen brauche ich jetzt nicht großartiges sagen. Ihr seht das ja, dass ich in der Mitte ein Feld freilasse, dass ich mich von dunkel nach hell arbeite erstmal und dann an den Rändern nochmal dunkel drüber gehe. Ich denke, man sieht das. Und ja, dann färben wir erstmal eine Runde ein. Ja, tatsächlich färbe ich den Stencil, färbe ich den Hintergrund erstmal mit den hellsten Farben ein. Und dann setzt man auch schon die ersten Sprenkel und zwar mit eben den Distressoxiden nochmal drauf, damit es ein bisschen ja, lebendiger wird. Also dafür, dass der Hintergrund noch relativ viel Bearbeitung erfährt, ist das Aquarellpapier schon eine gute Idee gewesen. Ja, es ist halt, und dann nehme ich ja nochmal mein Frostweiß. Das liebe ich ja über alles, ehrlich gesagt. Das nehme ich total gerne und ja, ich muss zwar hinterher immer alles Mögliche putzen, aber das ist mir wirklich wert. Das Frostweiß ist einfach nur genial. Und dann habe ich mir überlegt, ich färbe noch ein bisschen dunkler ein, wenn mir das zu hell war. Und da ich das aber nur an den Seiten mache, gehe ich dann nicht nochmal mit Frostweiß-Sprenkeln drüber. Also mit den Distressoxiden sprenkel ich dann nochmal, aber mit dem Frostweiß, das ist in der Mitte von der Karte und das ist gut so. Und das tut der Sache keinen Abbruch, dass ich da mit Dunkelblau nochmal an den Rändern rein bin, weil mir das Uncharted Marina doch zu hell war für den Effekt, den ich erzielen wollte. Deswegen habe ich das dann nochmal gemacht. Und dann natürlich nochmal mit Schwarz. Das musste einfach sein. Also ich habe diese Kombination auch noch nie benutzt, aber ich fand sie auf Anhieb wirklich gut. Und ja, mit dem, was ich machen wollte, hat es mir echt wirklich gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Hintergrunddings findet. Ja, mir ist da mal passiert. Wir springen nämlich jetzt zum, also ich habe jetzt den Hintergrund vorbereitet fürs Embossen und ich habe da ja Babypuder, hatte ich auf meiner Glasplatte verteilt. Ich wollte das nicht rausschneiden. Ich dachte, nein, das muss ich euch zeigen, wie mir das da entgegengekommen ist. Und ja, jetzt stempeln wir auch schon die Christbaumkugeln, die wir als Stempel ja haben jetzt. Und ich habe mich für die bauchige große entschieden, für die schmalere große und dann noch für die bauchige mittelgroße. Das ist nicht die kleinste. Es gibt dann noch kleine bauchige und kleine schmale. Ja. Und dann gehe ich mal, also ich tue wenigstens mal das Embossing-Pulver drüber, damit ich sehe, wo ich gestempelt habe. Ne? Also das ist ja eigentlich ganz cool. Und wenn ich da nicht großartig drauf rumtatsche, noch auf dem Hintergrund, kann ich sogar weiter stempeln und weiter mit Embossing-Pulver arbeiten, damit ich auch sehe, wo ich hingestempelt habe. Und ja, das embosst sich dann wirklich echt gut. Also wenn man den Hintergrund so vorbereitet hat, zumindest mit so viel Pulver, wie ich hatte, dann hat das hat sich wirklich gut gemacht. Also das ja, war zwar malheurmäßig passiert, aber ja, darauf war der Hintergrund trotzdem richtig schön abgepudert und da konnte dann nichts mehr passieren. Ja, dann machen wir hier Eiskristalle. Ich liebe Eiskristalle, das werdet ihr auch am Ende sehen. Also die Karte ist voller Eiskristalle, weil ich es einfach liebe. Und die sind alle so schön und ich konnte mich auch nicht entscheiden, ne? Also klar, ich nehme nur einen großen, einen kleinen.
Also es sind 4 Jahre, die ich benutze. Ich glaube, es sind 6 drin insgesamt. Also es, wartet mal ganz kurz. Ich glaube, es sind 4 große und die gleichen großen, also die sind groß, gibt noch mal einen kleinen, so, also 8 Schneeflocken sind drin. Das ist total cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mit dem Weihnachtsbaum aus dem Set noch mal so eine Karte mache. Und ich habe keine Ahnung, warum mein Bild so verschwommen ist. Ja, im Moment tue ich ja eh nur stempeln und dann wieder mit dem Puder drüber gehen. Ich denke mal, das verzeiht mir der Hintergrund. Ich schätze einfach, dass das am weißen Papier lag, dass das so komisch geworden ist. Ah, ich habe auch bewusst über den Rand gestempelt, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch über den Rand embossed, weil ich das auch nochmal cool, interessant fand. Also, das gefällt mir echt gut. Ja, dann embossen wir nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Weil wir stempeln ja jetzt auch noch den Spruch drauf und embossen den auch wieder. Ja, den Spruch, das Fest, habe ich schon wieder im Weiß drauf embossed. Das Frohes habe ich tatsächlich, das ist ja so ein Vollflächending, Stempel, den habe ich auf Vellum embossed. Und da habe ich mich erst abgemüht, dass ich da dahinter Gludots hinkriege. Aber ja, das lassen wir dann. Was wollte ich euch noch dazu sagen? Ich habe ja jetzt nur mit normalem rein weißen Embossing-Pulver embossed. Ich entscheide mich dann noch, dass ich ja, glitzerweißes Embossing-Pulver nehme, weil ich habe noch weiß Glitzer da und benutze das auch. Das finde ich total cool. Ja, der Spruch natürlich, der kommt jetzt nicht so gut zur Geltung. Ich gebe das ja auch zu, ne? Also das Fest, das ist da so mittendrin und ja, okay. Die Aufhängungen für die Christbaumkugeln habe ich tatsächlich ja ausgestanzt. Da gibt es ja 2 verschiedene Größen. Da ist ja so eine lange und eine kürzere Stanze. Und ich habe da, ich glaube, hier habe ich 2 lange zusammengeklebt. Also verkehrt rum. Ich hätte es auch einfach dran stückeln können, natürlich. Aber ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, was da mit meinem Hirn. Ich hatte da wieder einen Knick im Hirn und habe das da einfach da so dran gesetzt. Drauf, besser gesagt, habe das zusammengeklebt erstmal und dann hab ich hier das Lineal angelegt, damit es einigermaßen gerade ist. Ja, man muss sich einfach zu helfen wissen, ne? Ein bisschen dumm kann ich ja sein, aber ich weiß mir zu helfen, ne? Ich bin glücklich, obwohl ich ein bisschen dumm bin. Macht ja nichts. Auf jeden Fall hatte ich da ja hier, das hatte ich ja in Silber erstmal drauf geklebt. Das ja, tun wir dann auch noch revidieren. Ja, oh, ich finde das einfach cool. Ich dachte, irgendwas Gestanztes muss ich da drauflegen, weil die Christbaumkugeln müssen ja irgendwie gehalten werden und ich finde diese Stanzform, ja, mit den Halterungen finde ich gut. Und ich finde auch bei der mittelgroßen, links im Bild, fällt das auch gar nicht auf, großartig, dass da ja eigentlich was drüber guckt. Über die Aufhängung. An embossten Ornament. Also das soll dann einfach so. Ich hatte euch ja auch im Intro schon erzählt, dass es dieselbe Karte noch mit Silber embossed gibt. Deswegen habe ich jetzt dann auch die silbernen Aufhängungen nochmal überklebt mit Glitzer Kartstock. Und hier hinterlege ich auch mit glitzerweißem Kartstock. Das zeige ich euch jetzt hier. Das hatte ich mir dann nochmal überlegt, dass ich das. Dadurch wird es auch übrigens gleich erhabener. Also ich kann mir dann das mit hier Foampad und so, das kann ich mir halt sparen, weil ich ja Kartstock über Kartstock geklebt habe. Und das hat eigentlich, naja, das war ein bisschen Bastelei, ne? Das da drum, ne? Ich wollte unbedingt, dass die eine mittelgroße da hinter der ganz großen hängt. Und das war dann halt einfach ein bisschen, ja, komplizierter. Ein bisschen komplizierter, aber das ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich, für das Ergebnis. Ich fand das Ergebnis gut. Und ich finde das Ergebnis gut. Das würde ich euch nicht zeigen. Und ja, dann eben kommt jetzt das glitzerweiße Embossing-Pulver zum Einsatz. Deswegen pudere ich da einfach nochmal eine Runde rum. Und
Ja, genau, da machen wir noch ein paar Schneeflocken in weißem Glitzer einbossing. Ja, und je mehr ich da rumgemehrt habe, desto mehr gefiel mir das. Aber dann habe ich mich auch wieder geärgert, weil ich dachte, ey, Glitzer, weißes Embossingpulver, ne? Das ist mir ja natürlich erst später eingefallen. Da hatte ich das ja schon geplant, dass ich das in weiß mache. Und dann habe ich gedacht, ach nee, das mit dem glitzerweißen Embossing ist mir viel zu spät eingefallen. Aber egal, auf jeden Fall hatte ich ja eben den Glitzer-Cardstock dahinterlegt, damit man den durchsieht ein bisschen. Also man sieht ihn jetzt nicht so extrem sehr durch. Und ja, man hätte da auch noch können was mit Stanzen machen und so. Aber ich habe gedacht, nee, so an sich, wenn ich den Plan schon vorher ausgereift gehabt hätte, dann wäre die Karte auch echt schnell fertig gewesen. Das muss ich sagen. Also mal kurz den Hintergrund gemacht, dann drauf embossed und schon ist man fertig. Also so von der Sache her war das jetzt gar nicht so aufwendig, wie ihr das jetzt hier vielleicht seht. Ging auch relativ schnell. So, um jetzt noch mal zum Ende zu kommen. Ich mache jetzt hier gerade den Kartenrolling. Ihr seht auf jeden Fall dann noch dieselbe Karte quasi mit Silber. Also mit Silber embossed und auch mit silbernem Hintergrund. Jetzt seht ihr sie. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee mit den beiden Karten. Ja, und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und es war nicht zu chaotisch. Heute war es ein bisschen chaotisch, es tut mir wirklich leid. Schaut doch unbedingt bei meinen Kolleginnen vorbei. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.